So, das ist die Nachlese. Ich bin bei René B. bei okitalk.com. Hier Verzeichnis tapfer.ist. Hallo. Ja, hallo, grüße dich alle. Ich werde es dann aufs Archiv schieben. René, es ging um die Offenbarung. Die Offenbarung des Johannes. Und ich habe eine Alternative dazu. In 6 Zeilen habe ich die komprimiert, denn die Offenbarung des Johannes impliziert ein von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wählung des Tieres. Was hältst du davon? Das letzte habe ich akustisch jetzt nicht verstanden. Ewigkeit zu Ewigkeit, die Quälung des Tieres? Ganz genau, das steht da drin. Die Quälung des Tieres. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Satan und, wie eben angeführt, die Pyramide und die Statue ohne ihre historische Bedeutung ein Symbol für das eingetrichterte Ego ist, das nach der Wiedererweckung Gottes durch Gott stirbt, dann sehe ich das so, dass dieses Selbst, ja, was hier auch eine Energie ist, sich zur Ewigkeit quält, weil es nicht mehr zum Zuge kommt, weil es nicht mehr gelebt wird durch den Menschen, weil es nicht mehr präsent ist, weil nur noch das Füreinander und das Ich bin ich, du bist du, wechselt zu einem Du bist ich und ich bin du. So sehe ich das. Das ist mir auch bewusst. Ich war auch mal Vogel, ne? Also mir hat meine Seele gespiegelt, dass ich sie ist und sie bin ich. Das ist so einfach gesagt. Doch ist es tatsächlich. Ne? Da wir dem Heiligen Geist entronnen sind, als Gedankenauswurf und Idee, Erfindung quasi, ist aber dann doch bedenklich, was die Christen dann propagieren. Wenn wir in einer Gedankenwelt leben, dann leben die Menschen diese Quälerei, weil sie in dem Buche steht. Ja, obwohl die Bibel schuld daran ist, nach meiner Ansicht. Die Bibel ist ein Buch, was zentral genau dieses Thema ja behandelt. Ja? Du kannst überall in der Bibel lesen, dass Johannes, Daniel, Jesus eigentlich immer dasselbe den Menschen versucht hat, rüberzubringen oder auch rübergebracht haben, durch Worte, die in sich immer weiter durch einen erweiterten Bewusstseinszustand entschlüsselt wird. Ja, es sind keine Worte, die jetzt einfach mal eine Bedeutung in sich tragen und dann die Bedeutung des Wortes verfliegt, sondern es sind Worte gesprochen worden von den Propheten. Darum sind sie ja Propheten. Propheten heißt nichts anderes wie mich, wie wahrer Mensch zu sein. Wie wahrer Mensch in Gott zu sein und dass Gott durch einen wirkt. So, und die Erkenntnis darüber, wie, was Gott überhaupt ist, das wurde uns abtrainiert und wie du es jetzt gerade auch sagtest, diese Erkenntnis wurde zerrissen und zu einem Jahrmarkt gemacht. Zu einem Jahrmarkt, das so gut funktioniert, weil wir der Illusion obliegen, dass wir selbst für uns immer das Gute und das Beste zu suchen haben. So, und nicht darauf kommen, dass das Beste und das Gute erstmal ein Kollektiv sein muss, einer den Nächsten zu dem Nächsten passieren muss, damit es gut werden kann. Ja, dass du es dich selber hervorbringen kannst. Ja, versuch mal in einer Mülltonne ein gutes Gericht zu genussvoll zu essen. Ja, wenn nicht die Umgebung dazu passt, dann ist das, was du hervorbringst, auch nichts wert. Denn wenn wir auf das Jetzt und Hier zurückkommen, darin, wo wir uns befinden, in dem Zustand, ist nur, weil der andere es genauso lebt, wie der eine. Und das ist der Spiegel an deiner Wand, den man immer so anführt und der überall zu tragen kommt. Okay. Jetzt hör mal zu, ich habe unter offenbarung.tapfer.ist eine positive Alternative zur Johannes-Offenbarung seht.
Nochmal, das sind nicht viel Zeilen. Und zwar prophezeie ich hier, denn wie der Blitz ausfährt von Osten bis nach Westen, leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. So wie das Internet in jedem Wohnzimmer von einem Ende der Welt zum anderen, wird der Erlöser erscheinen und die alte Ordnung zur Genesung der Welt errichten. Warte. Drittes Wort auf den Punkt. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun und wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse heißen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer Süß und Süß Sauer machen. Dann kommt der Nachsatz. Der König der Menschen ist Jesus, König der Welt aber ist Seth. Auch vor den Geschwistersternen, so leben sie von Ewigkeit zu Ewigkeit mit oder ohne Zeit in einer paradiesähnlichen Welt der Erde halt. Die Schöpfer wurden in Frage gestellt, deswegen musste so viel erleiden die Welt. Jetzt noch ein kleiner Nachsatz, und zwar, diese Worte sind zusammengesetzt aus Bibelzeilen und den eigenen keine Gewähr. Zu finden unter offenbarung.tapfer.ist. Ich wiederhole, offenbarung.tapfer.ist. Kannst du gerne mal den Link reinstellen. Ich möchte aber auch gerne mal andere zu dem Thema hören. Walle, dankeschön. Ja, ganz gerne, können wir weiter diskutieren, aber es sind ja noch andere in dem Raum. Und wie hat euch die Sendung gefallen? War sie für euch zu schlicht? War sie für euch zu unverständlich? Ja, wir haben schon einen Job gemacht. Gib mir mal kurz Rückmeldung. Ja. Dezentral ist hier im Raum und Wolfstein ist ja auch noch im Raum. Möchtest du vielleicht was sagen? Hallo, guten Abend, Wolfstein. Schön, dass du da bist. Ja, hi. Ich kann so viel jetzt gar nicht dazu sagen, weil ich habe keinen wirklichen Bezug zu dem Thema Bibel. Ich würde aber gerne im Anschluss, falls der René noch da bleibt, unten im Nachtalk mit ihm ein paar technische Sachen mal besprechen. Ansonsten, also ich kann dazu jetzt gar nichts weiter groß sagen. Okay, danke. Dezentral? Genau. Dezentral, auch für dich einen guten Abend. Vielleicht sagst du auch ein paar Wörtchen. Und ja, bitte. Hol nicht am Mikrofon im Moment. Ah, jetzt funktioniert es. Ah, da ist er. Guten Abend in die Runde. Hi. Ja, ich fand das so von der Erwartung, du hast ja gleich gesagt, du hast nicht so viel Zeit gehabt zum Vorbereiten, das war schon okay so, du hast dich in deinem Wohnzimmer wohlgefühlt, das war gut. Und ja, ich beschäftige mich ja auch mit der Gralsbotschaft die letzte Zeit und für mich ist da so die große Frage offen, ich bin noch nicht durch die Gralsbotschaft, die ist ziemlich lang, mich beschäftigt die Frage, wie kann man die Interpretation der Bibel bezüglich der Grenzen und der Nationenvernichtung in Bezug bringen. Das ist für mich momentan das brennende Thema, was da rauskommt. Na gut, ich wollte jetzt die Nachlese also beenden, meine Aufnahme. Danke, René. Das war die Kurzoffenbarung über Seth und die Nachlese von René B. Danke auf okitalk.com, geladen auf tapfer.ist. Tschüss. Danke.